Hallo zusammen! Ja, ich bin jetzt hier im Energiepark Wörstadt angekommen. In der Nähe von Wörstadt, wie der Name schon sagt. Unweit von Mainz. Etwas weiter südlich. Ja, und das ist ein Komplex aus mehreren Windparks und einem Solarpark. Unweit des Firmensitzes von Juwi. Also Juwi hat hier alles geplant. Die würden sich nicht von einem anderen Projektierer Anlagen vor die Nase setzen lassen. Ja, hier wurden 2009 die ersten Anlagen gebaut. Ich kenne den Windpark auch relativ gut, auch direkt an der Autobahn A63 Richtung Mainz. Schon oft vorbeigefahren. Hab immer verfolgt, wenn sie neue Anlagen aufgebaut haben. Aber war leider noch nie persönlich hier. Ja, und jetzt kommen noch mal neue Anlagen dazu. Es wird repowered. Und ja, jetzt musste ich unbedingt mal hierher fahren. Ja, was stehen hier für Anlagen? Hier stehen E101. Insgesamt 5 Stück. Das waren, glaube ich, so die ersten E101, die ich jemals gesehen habe. Die sind von 2011. Ja, angefangen hat es eigentlich mit den Anlagen da hinten, E82, E1, 5 Stück, und hinten dran sind dann noch E82, E2, jeweils von 2009 und 2010. Und 2011 kamen dann die E101 dazu. Hier sind 2 Stück und da drüben, die gehören auch noch dazu, 5 Stück. Das sind alles unterschiedliche Gemarkungen, aber ja, das Ganze wird unter Energiepark Wörstadt zusammengefasst. Ja, und 2012 kamen dann nochmal 5 Exoten dazu. Kennasys K100, 5 Stück. Kennt ihr ja schon aus dem Windpark Gau-Bickelheim. Die sind jetzt nochmal ein bisschen kleiner. Und hier zieht gerade eine fette Regenfront vorbei. Ich hoffe mal, die zieht vorbei und nicht über mich drüber. Das wäre nämlich richtig kacke. Ja, und hier hinten ist dann irgendwo der Firmensitz von Juwi. Da hinten irgendwo. Weiß jetzt nicht genau wo. Da hinten irgendwo. Ja, und warum ich heute hierher gekommen bin. Hier hat auch ein Repowering stattgefunden. Hier wurden insgesamt 5 Enercon E40 abgebaut. Und an deren Stelle entsteht jetzt hier eine Vestas V150 Enventus. Premiere für mich in Deutschland. Meine erste V150. Turm steht schon. Muss gleich mal schauen, ob auch schon Komponenten da sind. Ja, die wurde jetzt im Zuge eines Repowerings errichtet. Und dann wird nochmal erweitert. Da hinten, wo die 5 E101 stehen, da kommen auch nochmal 4 Vestas 250 Inventus hin. Da sind sie auch schon am Bauen. Da steht irgendwo schon ein Kran. Wo steht da? Steht denn jetzt dieser blöde Kran? Da steht er. Also die sind auch schon am Fundamentbau, vielleicht sogar schon Turmbau. Da kommen auch direkt nochmal 4 V150 neben die E101. Richtig nice. Mann, ist das ein Sturm, ey. Ich hoffe, man hört mich überhaupt noch. Ja, sieht so aus. Ach du Scheiße, ist das schwarz. Ach du Kacke. ja, ich hoffe, es zieht vorbei. Ich fahre jetzt mal noch ein Stück weiter. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der Baustelle für die neue Vestas V150 Enventus. Ist gerade richtig stürmisch, ey. Ja, der Turm steht. Max-Bögel-Turm. 169 Meter wird er dann sein.
Und die Besonderheit hier, das finde ich richtig geil, er sieht fast aus wie ein Enercon-Turm, nur mit brauner Abstufung. Sieht richtig cool aus. Also eigentlich, ja, vom Farbschema her, von den Abstufungen, wie Enercon, nur halt in braun. Ja, dass es sich so ein bisschen besser in die Landschaft hier einpasst, in die landwirtschaftlich genutzte Gegend hier. Und wahrscheinlich auch noch zum Schutz für Vögel. Ja, ein paar Komponenten sind schon da. Die drei Stahlröhren sind schon da. Hier drüben liegt die Narbe. Die Inventus-Narbe ist ja nochmal viel, viel rundlicher als die Narbe der 4-Megawatt-Plattform. Die ist ja eher so ein bisschen spitz, aber die Inventus-Narbe ist ziemlich rundlich. Ja, hinten dran der Triebstrang und der Kühler ist auch schon da, als ich gerade eben vorbeigefahren bin. Blätter leider noch nicht, Maschinenhaus auch noch nicht. Bin ich etwas zu früh und vom Kran ist auch noch keine Spur. Also ich schätze mal, dass das dann nächste Woche losgeht, dass dann die restlichen Komponenten kommen und auch der Kran, dass sie das Ding hier bald aufgebaut haben. Ja, und dann wird sie hier die größte sein. 169 Meter Narbenhöhe. 166 Meter wären es, glaube ich, nicht 169. 166 Meter Turm. Ja, da bricht dann eine neue Ära an. Und hier hat man auch nochmal einen tollen Blick auf die ganzen anderen Anlagen von hinten. Die E101, die ganzen E82. Und da hinten dann die Kennersys. Ja, das wird schon krass, dann mal den direkten Vergleich zu sehen mit der alten und der neuen Generation. Ja, Premiere für mich in Deutschland. Also bisher noch keine Inventus gesehen. Im süddeutschen Raum gibt es auch, glaube ich, noch gar keine. Das müsste so ziemlich die erste sein hier. Und ja, in Wieringer, Österreich habe ich jetzt die erste gesehen, die vorne 62, aber ja, jetzt in Deutschland habe ich noch gar keine Vestas Inventus gesehen. Gibt schon einige, aber dann eher so, ja, in Norddeutschland, aber nicht hier in Süddeutschland. Ja, dann kommt hier eine hin und dann nochmal vier Stück direkt neben die E101. Das wird dann mit Sicherheit auch richtig geil aussehen, direkt nebeneinander. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal herkommen, wenn die Anlage hier fertig ist. Das will ich nämlich unbedingt sehen. Ja, ich werde jetzt mal noch ein Stück weiterfahren und fahre mal noch da hinten zu den Kennersys-Anlagen. Die wollte ich mir nämlich auch mal noch aus der Nähe anschauen. Die fünf Stück. So, jetzt stehe ich hier nochmal in der Nähe von den E82. Schaut euch mal diese Hammerkulisse an, ey. Da hinten zieht gerade ein fetter Regenschauer vorbei. Und auf der anderen Seite scheint die Sonne und die Anlagen werden richtig geil vom Sonnenlicht angestrahlt. Das sieht echt Hammer aus. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es Unwetter vorbeizieht oder ob es direkt auf mich zuzieht. Schwierig, sich hier irgendwo unterzustellen. Ah, sieht richtig geil aus. Ja, ich glaube, es kommt direkt auf mich zu. Scheiße. Die hinteren Anlagen. Sieht so aus, ob die schon im Regen sind. Eieiei. Aber sieht trotzdem geil aus. Ich finde, das sieht immer wieder geil aus. Der kleine Rotor von der E82 auf dem fetten Turm. Das gibt es auch echt nur bei Enercon. Und es sah auch immer geil aus, wenn man dann nachts hier vorbeigefahren ist auf der Autobahn und dann halt
links und rechts die hohen Türme und mit der Turmbefeuerung und Gondelbefeuerung sah schon immer geil aus. Ja, von hier aus hat man auch echt nochmal einen richtig tollen Blick. Da sind nochmal die E101. Und dann im Hintergrund, das ist dann Windpark Dorndürkheim, Diddelsheim, Hesloch, Alzheim. Den habe ich auch schon mal besucht. Da stehen ja auch die ganzen E82 und dann die Senvion 3.4M. Ja, und dann ein bisschen weiter hier hinten, da ist dann der Kloppberg. Gibt's ja auch schon ein paar Videos auf meinem Kanal. Den kleinen Nordex auf Gittermast. Und im Anschluss dann nochmal der Windpark Dautenheim, Hangenweisheim, Eppelsheim. Da sieht man auch nochmal schön den Kran von der anderen Seite. Und da wird dann jetzt die neue Nordex N117 aufgebaut. Ist auch echt ein verdammt schlanker Turm. Ich glaube, es wird 140 Meter Stahlturm. Richtig nice. So, jetzt stehe ich hier auf der anderen Seite der Autobahn bei den E82 E2. Ja, heute ist ein neuer Tag. Ich musste meine Tour beim letzten Mal leider abbrechen. Ich war sowas von pitschnass. Das Unwetter ist leider direkt über mich drüber und ja, komplett nass macht es halt auch keinen Spaß. Ja, hier stehen die E82 E2, auch wieder 5 Stück. Ja, heute habe ich echt sehr viel mehr Glück mit dem Wetter, allerdings leider nicht so windig. Es ist halt immer so die Sache, entweder schönes Wetter und eher windstill oder richtiges Kackwetter und Sturm, beides hat man selten. Ja, die Kennersys-Anlagen laufen heute leider nicht. Trudeln so ein bisschen. Ich hoffe mal, sie fangen sich noch an zu drehen. Aber für die ist es scheinbar etwas zu windstill. Die Enercon-Anlagen laufen ja bei dem geringsten Windhauch. Ja, aber hier hat sich in der Zwischenzeit was getan. Hier hinten im Windpark Garbsheim, da hatte ich ja beim letzten Mal schon einen Kran gesehen. Und da haben sie tatsächlich auch schon mit dem Turmbau für die neuen Vestas-Anlagen angefangen. Also der erste Turm ist gerade im Aufbau. Richtig nice, dann geht das auch schon bald los. Sehr cool. Ja, jetzt bin ich hier in Garbsheim, gehört auch zum Energiepark Wörstadt, bei den 5 E101. Heute ist das Wetter umso schöner. Ja, und beim letzten Mal habe ich ja hier schon Kran gesehen und in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Die sind tatsächlich schon am Aufbau der Max-Bögel-Türme für die 4450. Richtig geil, dann geht es hier auch schon los. Und ja, die haben auch diesen coolen braunen Turmfuß. Gefällt mir richtig gut. Ja, hier sind insgesamt 4 Vestas 450 Enventus. Hab unterwegs jetzt auch schon Fundamente gesehen. Hier hinten sieht man noch ein Fundament. Da sind sie gerade noch am Arbeiten. Und dann hinten dran ist auch noch mal eins. Das vierte habe ich jetzt nicht gesehen, aber es sind auf jeden Fall 4 450 Enventus. Richtig geil. Ich glaube, das wird richtig fett aussehen. Neben den E101. Das wird echt ein krasser Unterschied. Ja, als die Anlagen hier damals gebaut wurden, die ganzen Enercon E82 E101, war Juvi total auf dem Enercon-Trip und jetzt sind sie irgendwie total auf dem Vestas-Trip.
So ändern sich die Zeiten. Ja, da hinten sieht man jetzt auch nochmal den Turm für die Inventus in der Nähe von Wörstadt. Ja, da hat leider nur eine hingepasst. Aus Schallgründen. Ja, man kann halt leider nicht 5E40 durch 5250 ersetzen. Ja, aber dafür hat sie ja dann die doppelte Leistung wie der ganze Park zusammen. Und hier werden es dann auch nochmal 20 Megawatt mehr. Das ist schon echt krass. Über 20 sogar. 22,4. Sehr, sehr geil. Wenn hier noch 550 hinkommen. Ja, werde ich auf jeden Fall wieder vor Ort sein, wenn sie hier mal anfangen zu bauen. Das wird auf jeden Fall extrem spannend. Richtig nice. Ja, ich gucke mir das Ganze mal noch aus der Luft an und guck mal, ob ich da sehe, wo die ganzen Fundamente sind. Ja, jetzt stehe ich hier im Windpark Schornsheim mit den Kenasys-Anlagen. Kenasys K100, 2,5 Megawatt, 135 Meter Nabenhöhe. Ja, ihr kennt die Anlagen ja schon aus dem Windpark Gau-Bickelheim. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Da sind es allerdings Kenasys K110 mit 2,4 Megawatt und 145 Meter Nabenhöhe. Ja, das Coole ist, die Anlagen haben auch wieder diesen hübschen ATS-Hybridturm, den auch die Anlagen in Gau-Bickelheim haben. Der hier hat allerdings die UV-Farben, also lila und dunkelblau, das sind die UV-Farben. Sieht schick aus. Ja, für die geht heute leider etwas zu wenig Wind. Die ganze Zeit so ein bisschen am Rumtrudeln, aber so richtig laufen wollen sie nicht. Sind auch Getriebeanlagen. Ja, optisch finde ich die eigentlich ganz cool. Haben aber wohl ähnliche Probleme wie die G, die 2 Megawatt Baureihe, die 2,5er, 2,75er. Also auch die Blattlager sind wohl anfällig. In Gau-Bickelheim hat ja auch mal ein Blatt bei einer Anlage den Abflug gemacht. Ja, und der Turm ist wohl leider auch nicht so der Hit. Also ähnlich wie beim Venturturm. Also er kracht jetzt nicht zusammen, aber ja, ist halt einfach kein Vergleich zu den ja, Max-Bögel-Türmen mit den Ringsegmenten. Also halt dieses Zusammengestecke hier, das ist irgendwie nicht so der Hit. Ja, in Gau-Bickelheim werden ja jetzt auch 10 von den Anlagen nach 10 Jahren schon wieder abgerissen und durch größere ersetzt. Ja, die Evolution geht halt einfach so super schnell und das hier sind jetzt halt auch keine Anlagen für Schwachwind. Ja, aber sie sind schon echt eine Rarität hier in der Region. Kenne ich nur von hier in der Nähe von Mannheim stehen da nochmal 2. Aber ja, echt einige hier in der Region. Alle von UV. Ja, ich werde dann mal noch weiterziehen. Guck mal, ob es bei der anderen Vestas 450 jetzt hier in Wörstadt, ob es da schon was Neues gibt, ob da mehr Teile da sind. Und ja, werde auch mal noch mit der Drohne fliegen und noch ein paar coole Bilder machen. Ja, zum Abschluss stehe ich jetzt hier nochmal bei der Baustelle für die Vestas 450 in Ventus. Ja, hat sich jetzt gar nicht so viel getan seit dem letzten Mal, dass ich hier war. Ich hätte eigentlich gedacht, dass zumindest mal alle Komponenten da sind. In der Zwischenzeit ist ein Rotorblatt angekommen. Eins von 3. Von dem Maschinenhaus ist leider immer noch nichts zu sehen.
Ja, hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie das diese Woche alles anliefern. Keine Ahnung, woran es lag. Ja, und von den Kranteilen ist leider auch noch nichts zu sehen. Schade. Muss ich nochmal herkommen. Dann ist sie wahrscheinlich schon fertig. Ja, von hier aus hat man auch nochmal eine echt schöne Aussicht. Da hinten hat man nochmal einen schönen Blick auf den Windpark Gaubickelheim. Da stehen auch die meisten Anlagen. Die E138 ist die einzige, die läuft, und die kleinen E48. Cannabis-Anlagen stehen alle. Ja, und das wird echt spannend. Habe ja schon mal erwähnt, dass da ein großes Repowering geplant ist. Ursprünglich hieß es, 4 Kansas weg, 3 neue G-Cypress hin. Ja, und mittlerweile sind 10 G-Cypress genehmigt. Habe ich gestern gelesen, 10 G6.0164 sind jetzt final genehmigt. Das Repowering hätte nämlich ursprünglich schon anfangen sollen. Der Abbau der Altanlagen, der Kansas-Anlagen. Aber scheinbar hat man sich dann doch entschieden, noch zu warten, bis die anderen auch genehmigt sind. Dann geht es nämlich in einem Rutsch hin. Und Anfang nächsten Jahres geht es dann wahrscheinlich los. Schon krass. Und in Rekordzeit genehmigt. 76 Tage. Ich glaube, das war Kreisverwaltung Bad Kreuznach dann. Nicht schlecht. Ja, und heute ist die Sicht echt richtig gut. Da hinten sieht man sogar den Windpark Ellern im Hunsrück. Mit den E126 P8. Weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennt. Müsste man eigentlich erkennen. Und weiter hier drüben den Windpark Hochsteinchen und vorne dran den Windpark Waldalgesheim. Also echt gute Aussicht von hier. Liegt halt echt auch noch mal ein ganzes Stück höher oben im Hunsrück. Ja, dann werde ich mich verabschieden an der Stelle hier. Gibt ja jetzt nichts mehr zu berichten von der 450. Ja, und irgendwann werde ich dann nochmal herkommen und sie mir dann mal anschauen, wenn sie fertig ist. Ja, im Nachgang nochmal ein paar schöne Drohnenaufnahmen für euch. Viel Spaß damit. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Windpark. Halt die Ohren steif und bis dann.